Die Lage ist zweifellos brenzlig und nicht leicht zu durchschauen. Putin-Versteher und Putin-Hasser stehen sich in der Ukraine-Krise unversöhnlich gegenüber, wobei Putin-Versteher durchaus Putin hassen und Putin-Hasser durchaus seine Politik verstehen können. Vor allem aber gilt, dass wir, um den Konflikt lösen zu können, ihn erst einmal tatsächlich verstehen müssen. Dazu aber reichen die täglichen Nachrichten kaum aus. Hintergründiges ist also gefragt und tatsächlich sind etliche Bücher erschienen, die solches zu liefern versuchen. Über drei Neuerscheinungen möchte ich jetzt mit Ulrich Teusch sprechen. Guten Tag. Guten Tag. Das erste Buch stammt von Christian Wehrschütz, der gleich im Vorwort die Schwierigkeiten solch aktueller Bücher thematisiert, denn eigentlich wollte der ORF-Korrespondent eine eigenständige Gesamtdarstellung liefern. Dazu aber hätte er sehr viel mehr Zeit gebraucht und sein Buch wäre wahrscheinlich erst im Herbst 2015 erschienen. Der Verlag aber bestand darauf, das Buch jetzt zu veröffentlichen. Wehrschütz hat einem nachgegeben und nun einen Band mit Interviews vorgelegt, gewissermaßen das Rohmaterial zu dem noch zu schreibenden Buch. Lohnt sich denn die Lektüre trotzdem, Ulrich Teusch? Unbedingt. Also Sie hatten ja schon gesagt, dass Wehrschütz ORF-Korrespondent ist. Er hat die Zerfallskriege in Jugoslawien begleitet, ist aber auch ein exzellenter Kenner der Ukraine. Unter den deutschen Journalisten wahrscheinlich einer der besten. Und das merkt man einfach an diesem Buch. Seine Fragen sind außerordentlich sachkundig. Und mit wem hat er gesprochen? Das ist ein ganz, ganz weites Spektrum. Das beginnt mit zum Beispiel ehemaligen Präsidenten der Ukraine wie Kravtschuk oder Juschtschenko oder dem aktuellen Außenminister Klimkin. Der Oligarch Firtasch, der auch unter Janukowitsch sehr einflussreich war, ist dabei. Und dann geht es auf die andere Seite. Da ist zum Beispiel Boris Litwinow, der im Donbass eine wichtige Rolle spielt, Kommunist ist, oder Margarete Seiler, eine Deutsche, die in der Ukraine lebt und zum orthodoxen Glauben konvertiert ist und heute bei den sogenannten Separatisten als Journalistin tätig ist. Oder dann wieder einer von diesen sogenannten freiwilligen Bataillonen, einem rechtsextremen Bataillon Donbass, der da auch vorkommt. Und es kommen aber auch einfache Bürger, insbesondere aus dem Osten, vor, die Wehrschütz eher zufällig getroffen hat oder mit denen ihn das Schicksal zusammengeführt hat. Gibt sich denn ein einheitliches Bild, eine einheitliche Perspektive? Nein, im Gegenteil. Die Tonlage in vielen dieser Interviews ist unversöhnlich, oft rüde. Auch bei den Politikern, also Juschtschenko wäre da zum Beispiel zu nennen. Und am Ende entsteht das Bild eines, wie auch der Untertitel des Buches sagt, eines gespaltenen Landes. Die Leute haben offenbar ganz unterschiedliche Perspektiven auf das, was passiert. Sie liefern unterschiedliche Erklärungen, sie haben unterschiedliche Wahrnehmungen. Man hat fast das Gefühl, dass sie gar nicht im selben Land leben. Da ist unglaublich viel Hass, viel Verachtung. Und alle fühlen sich im Recht, alle dämonisieren die jeweils andere Seite. Das ist, wenn man das liest, einfach erschreckend und am Ende deprimierend. Man hat das Gefühl, dass die Fronten völlig verhärtet sind und es scheinen inzwischen auch so viele Wunden geschlagen worden zu sein, dass sich das Land aus dieser Misere nicht mehr aus eigener Kraft wird befreien können. Sind also die innerukrainischen Konflikte das Hauptproblem? Die innerukrainischen Probleme sind sicher gravierend, aber es besteht sicherlich die Möglichkeit, von außen einzuwirken. Ina Kirsch kommt vom European Center for a Modern Ukraine und dieses Interview kann ich also wirklich nur nachdrücklich jedem empfehlen, der sich über die Lage informieren will. Das ist einfach vorzüglich. Sie war hautnah bei der Aushandlung des Assoziierungsabkommens mit der EU dabei, beschreibt das detailliert, nuanciert, enorm kenntnisreich und weil sie ja proeuropäisch ist, könnte man nun vielleicht annehmen, dass sie irgendwann auf Russland und den bösen Janukowitsch und den bösen Putin kommt und diesen die Schuld an der ganzen Misere gibt. Aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Sie schildert wunderbar, in welchen Dilemmata die Regierung Janukowitsch und der Präsident selbst gesteckt haben, wie sie zwischen Ost und West fast zerrissen wurden, auch die Partei von Janukowitsch, wie sich die innenpolitischen und wirtschaftlichen Probleme im Herbst 2013 dann zugespitzt haben und wie statt wirklicher Hilfe von der EU oder vom IWF weiterer Druck ausgeübt wurde. Das ist hochinteressant und da sieht man auch, dass es ganz falsch wäre, hier jetzt einseitige Schuldzuweisungen zu machen. Spannend finde ich auch, dass sie eine ja für westliche Verhältnisse nun wirklich sehr nüchterne Analyse, fast ernüchternde Analyse der Vorgänge auf dem Maidan
präsentiert. Da geht sie zum Beispiel auf die Rolle ein, die ein gewisser George Soros, dieser Investor, und die von ihm geschaffenen Organisationsstrukturen dort gespielt haben. Sie erzählt von bezahlten Demonstranten. Darf ich da mal kurz einhaken? Ja. Soros hat ja schon 2004 bei der Orangenen Revolution eine Rolle gespielt. Seine Politik des Regime Change ist ja legendär geworden. Ja. Eben. Und das, und er war jetzt wieder aktiv? Und ja, und das bestätigt sie auch. Und sie erzählt von zum Beispiel bezahlten Demonstranten, die aus dem Westen der Ukraine da auf den Maidan geschafft wurden, die Tagessätze sozusagen da bekommen haben. Sie geht auf die Rolle der militanten Nazis beim Regimewechsel ein. Sie thematisiert diese Scharfschützen. Das ist ja eine Sache, die bis heute unaufgeklärt ist, aber sie macht schon ziemlich deutlich, dass da nicht die Sondereinheiten oder die Spezialeinheiten, die Berkut-Einheiten von Janukowitsch dahinter gesteckt haben können. Die waren ja selbst von den Schützen betroffen. Und die Quintessenz letztlich ist, es wird in diesem Konflikt keine Lösung ohne Russland geben. Und es war ein gravierender Fehler des Westens, diesen ganzen Prozess an Russland vorbei zu betreiben. Sie spricht in diesem Zusammenhang wörtlich von einer Arroganz der EU. Die tagesaktuelle Berichterstattung ist in den meisten Fällen ja doch ausgesprochen russlandkritisch. Einschlägig der Spiegeltitel "Stoppt Putin jetzt". Auf dem Buchmarkt scheint das ja etwas anders zu sein. Die zwei Beispiele, die wir noch besprechen wollen aus der Flut der Ukraine-Bücher, ist das eine aus dem neuen Seelbrunn Verlag, Ukraine im Visier von Ronald Toden und Sabine Schiffer herausgegeben, und bei Papyrossa ein Spiel mit dem Feuer, die Ukraine, Russland und der Westen, herausgegeben von Peter Strutinski. Beide sind Aufsatzsammlungen, zu Teil von gleichen Autoren geschrieben, aber beide durchaus gegen den Mainstream der russlandkritischen Berichterstattung gerichtet. Stimmt da mein Eindruck? Ja, durchaus. Obwohl man vielleicht einschränkend sagen muss, dass die Autoren dieser beiden Bücher auch nicht das Kind mit dem Bart ausschütten. Also es sind keine Putin-Freunde oder sowas. Also die Positionen der meisten Autoren sind, glaube ich, dezidiert Linke. Es sind eher Kritiker des Westens. Aber was jetzt das russische Verhalten etwa auf der Krim angeht, findet sich da auch Kritik, etwa in einem Beitrag des Völkerrechtlers Norman Pech. Und auch die Maidan-Proteste werden zumindest vom Ansatz her positiv gewürdigt. Viele Menschen, die dort protestiert haben, hatten aus Sicht der Autoren völlig legitime Anliegen. Mehr Demokratie, mehr Liberalität, Reformprozesse, europäische Orientierung, Ende der Korruption, der Oligarchenherrschaft und so weiter. Und haben Sie da nichts dran zu kritisieren? Die Kritik kommt dann. Also einerseits wird gesagt, das hat ja auch schon Ina Kirsch deutlich gemacht in dem anderen Buch, dass diese Maidan-Bewegung ab einem bestimmten Zeitpunkt von den etablierten oder auch den rückwärtsgewandten Kräften regelrecht usurpiert worden sei. Der Regimewechsel im Februar sei letztlich durch rechtsradikale Gewalttäter herbeigeführt worden, und das, obwohl man noch unmittelbar vor der Flucht Janukowitschs ja auch unter Mithilfe des deutschen Außenministers einen friedlichen, verfassungsgemäßen Ausweg aus der Krise vereinbart hatte. Danach habe sich an den Verhältnissen in der Ukraine nichts Grundlegendes geändert. Also Oligarchen haben weiterhin das Sagen, man denke an Poroschenko oder Timoschenko. Das Land gerate immer tiefer in die Krise, weshalb einige da auch eine neuerliche Maidan-Bewegung nicht ausschließen wollen. Und vor allem hätte die Regierung, die neue Regierung, durch ihr gewaltsames Vorgehen gegen den Osten oder Südosten des Landes ein regelrechtes Desaster angerichtet. Das werde als Antiterroroperation verbrämt, doch Hauptleidtragender sei die dortige Zivilbevölkerung. Und an allem soll der Westen schuld sein. So sehen es die Autoren jedenfalls. Ich würde da differenzieren. Zum einen ist da das Assoziierungsabkommen EU-Ukraine, zum anderen das Vorrücken der NATO nach Osten. Und da muss man wohl trennen, obwohl es da natürlich auch Überschneidungen gibt, aber man muss das sicher trennen. Was die EU angeht, da finde ich den Vorwurf, der da in den Büchern mitschwingt oder auch offen ausgesprochen wird, dass es da imperiale Ambitionen gebe oder gegeben habe, doch eher fragwürdig. Und ich vermute auch, das zeigt ja auch nochmal zurück der Beitrag von Kirsch, dass die EU in Bezug auf die Ukraine sicher einiges anders machen würde, wenn sie es nochmal zu tun hätte. NATO oder insbesondere auch die USA legen da allerdings, und da finde ich die Kritik dann schon wieder sehr viel stichhaltiger, eine wesentlich härtere Gangart an den Tag. Das fand ich das Spannende an diesen Büchern, über die wir jetzt reden, dass sie den Ukraine-Konflikt in einen größeren Kontext stellen, und zwar in den Kontext einer größeren geopolitischen Verschiebung.
Ökonomisch sind die USA ja wohl eher auf einem absteigenden Ast, erfahren wir. China etabliert sich als neue Weltmacht, die sich leicht Russland anschließen könnte, das dann Europa vielleicht gar nicht mehr braucht. Werden auf dem Rücken der Ukraine also ganz andere Konflikte ausgetragen? Was hier in den Medien ja so ein bisschen untergegangen ist, war diese Rede des US-Vizepräsidenten Joe Biden an der Harvard University, wo er sehr offen gesagt hat, dass die EU diese Russland-Sanktionen zunächst partout nicht wollte und es des amerikanischen Leadership sozusagen bedurft hätte, also eines amerikanischen Drucks, um sie dazu zu bewegen. Man kann sich ja nun fragen, was haben eigentlich die USA für so ein essentielles Interesse an dieser Ukraine? Da gibt es in dem Buch von Toden und Schiffer einen sehr interessanten Beitrag, der das aufzeigt an den geostrategischen Überlegungen des sehr einflussreichen Zinjev Zizinski, der die Ukraine eben für das Herzland Eurasiens hält und glaubt, dass es für die Weltmachtstellung der USA von essentieller Bedeutung sei und dass man damit auch Russland schwächen könne. Das hat er zwar relativiert in neueren Publikationen, aber der Grundgedanke spielt da sicher eine Rolle. Inzwischen zeigt sich immer deutlicher eine multilaterale Welt oder eine multipolare Welt, besser gesagt. Die USA sehen diese multipolare Welt sicher als eine Art von Problem, die Russen eher als Chance, als eine Alternative. Das sieht man ja jetzt auch als Folge der Sanktionspolitik, dass sie sich an die eben erwähnte kommende Wirtschaftsmacht Nummer 1, nämlich China, anlehnen, da Megadeals im Energiebereich abschließen, riesige Infrastrukturprojekte auflegen. Das hätten sie früher oder später sowieso gemacht, aber jetzt machen sie es unter dem Druck dieser Krise mit viel größerer Entschiedenheit. Und es tut sich da eine ganze Menge, wenn man an die BRICS-Staaten denkt oder daran, dass zum IWF oder zur Weltbank sozusagen Konkurrenzorganisationen aufgebaut werden, dass man aus der Dominanz des US- oder Petrodollars raus will, dass es auch militärische Kooperationen in diesem Bereich gibt. Also da entsteht fast so eine Art Parallelwelt und natürlich starke Konkurrenz für den Westen. Sind sich die drei Bücher da in ihren Einschätzungen einig? In einer Frage wie der Ukraine-Krise, wo es nun wirklich, das machen glaube ich alle drei Bücher klar, um ganz essentielle Fragen, um Fragen von Krieg und Frieden geht, finde ich die dort versammelten Beiträge insgesamt sehr erfrischend. Je breiter und offener die Ukraine-Debatte wird, desto besser.